Ein Bello als Shoppinghilfe gibt's nicht und ob's das gibt. Und zwar in Essen. Bender ist die wohl klügste Hündin NRWs. Da ist sich Trainerin und Frauchen Manuela Zeit sicher. Schließlich zeigte das Wunderkind früh Genie. Bender lernt einfach sehr, sehr schnell. Sie ist sehr clever und sehr intelligent und sie guckt immer, ob sich irgendwelche Aktionen für sie selber lohnen. Das hatten wir sehr, sehr schnell raus, weil das schon im normalen Grundgehorsam anfing, dass sie immer erst überlegte, lohnt sich das für mich, jetzt zu hören, oder lohnt es sich nicht? Sogar das lästige Einkaufen macht Frauchen längst nicht mehr selbst. Wir brauchen Kamillentee, eine Fusselrolle, Seife, Feuchttücher und Bonbons. Frauchens Einkaufsliste ist für die findige Windhündin natürlich stets um eine Extrawurst erweiterungsfähig. Man ist ja schließlich auch nur Hund. Linda, möchtest du eine Wurst? Darf es denn noch etwas sein? Aber nicht nur die Fleischerei-Fachverkäuferin hat Bender längst um die kalte Schnauze gewickelt. Gib mal, gut. Besonders junge Neukunden finden den Einkaufsbello echt abgefahren. Und es geht noch doller. Bender räumt nicht nur die Regale leer. 6,93 Euro bitte. Auch beim Bezahlen ist die Intelligenzbestie ein echter Kassenschlager. Zum bevorzugten Kundenkreis wird das tierische Shoppingwunder aber wohl nie gehören. Die Regel ist das nicht, dass Hunde bei uns einkaufen. Ja, weil sich doch viele Leute da einfach dran stoßen, dass der Hund halt nicht so sehr hygienisch ist. Also ich meine, der leckt sich hin und wieder auch an Stellen, wo wir nicht die Zunge hintun können. Hygiene hin oder her, Bender erledigt ihre Einkäufe mit Bravour und weiß auch, wie man sich zu Hause so richtig bei Frauchen einschleimt. Ich habe selbstverständlich den besten Hund der Welt, ohne Frage. Aber ich denke, das steckt eigentlich in jedem Hund. Und so wie jeder auch denkt, dass sein Hund der cleverste Hund der Welt ist, ich denke, das stimmt auch. Ob besonders clever Schnaps. Oder einfach ja, nur besonders verfressen, ihre Leckerchen hat sich die Wunderhündin aus Essen allemal verdient.